Hallo Anja, herzliche Grüße aus Las Vegas. Die Sonne ist gerade untergegangen. Puff, es wird dunkel. Es wird dunkel in Las Vegas. So, dieses Video mache ich speziell für dich. Schau mal hier. Nicht so spannend, ne? Ich habe dir was mitgebracht. Bier. Weil du ja Bier so magst. Nein. Oder Ohrwachsentferner. Für deine dauerverstopften Ohren. Nein, sauf für mich. Hier. Da. Tara. Das ist aber nicht das Zeug, was du mir geschickt hattest hier auf meinem Handy. Warte mal. Wo war das jetzt? Jetzt nicht, dass ich dir irgendwas, dass ich hier irgendwas zeige, was ich nicht zeigen darf. Du hattest ja geschickt. Lass mal gucken. Moment, Anja, ach, was ist ein Kram hier, du hattest ja, ich hatte lange gesucht bei, ich suche das Bild mal raus hier, Moment, weißt du noch, wo wir das gekauft haben, hatte ich dich so gefragt und ich weiß jetzt, wo wir es gekauft haben, das war doch da, wo ich so die Scheißerei hatte, Moment mal, ältere Nachrichtenladen. Wo ich so die Scheißerei hatte. Da hattest du nämlich deine Herpes, wo wir draußen im Waschcenter saßen. Und da hatten wir es gekauft. Und das ist so eine Pharmacie gewesen, keine Kettenpharmacie. Mensch, wo habe ich das Bild, verdammt? Oh, laber, laber. Hier, ich hab's. Ich sollte dir die ja mitbringen hier. Die hier. Guck mal. So. Ne? So, die habe ich nicht gefunden. Dafür habe ich dir von Bayer die beiden mitgebracht. Leg die mal hier hin ins Licht, dann kannst du sie besser sehen. Und zwar die hier. Das sind drin 6,5 Gramm. Ich weiß nicht, wie viel in deiner Tube drin waren, habe ich dir jetzt zwei Stück von mitgebracht. Die hatten das Zeug auch für 17 Dollar und für 20 Dollar eine. Richtig teuer der Kram, aber das wissen wir ja. Das hatten wir ja auch in der Pharmacie gesehen, dass sie eigentlich so arschteuer waren. Und da haben wir doch zu so einem billigeren gegriffen für 5 Dollar. Ja, sowas hier. So, und das habe ich dir mitgebracht. Ich nehme an, da wird genau das gleiche drin sein. Also wenn du deine Packung noch hast, lass mal gucken hier. Hier steht, also wenn du die Packung noch haben solltest, da steht ja die Inhaltsstoffe, die Ingredients. Oh Gott, Moment. Camporetet Phenal. Sowieso 10,8% und sowieso 4,7%. Keine Ahnung. Irgendwas Tolles. Ja. Pain. Antiseptisches. Pain. Sowieso. Painkiller. Für den selbst. Wenn man Herpes hat, ne? Also, merci, ne? Du weißt ja. Merci. Merci sagt ja wieder Zeug. Heißt Cold Sore Treatment. Und dieses Cold Sore Treatment habe ich dir nur mitgebracht von Bayer. Ja, von unseren deutschen Freunden. Habe ich bezahlt für die beiden Pullen, nicht die Welt. Also da gab es ja auch einige von diesen Tuben, die 20 Dollar gekostet haben. 18 habe ich auch gesehen. Und viele waren auch vergriffen. Und das hat die hier unter Lipbalm laufen lassen. Hier Lipbalm für 3,98 das Stück. Also in etwa so teuer preislich, dass die Fraktion, die du auch hast. Und ich nehme mal an, da wird überall das gleiche drin sein. Auch bei deinem. Wenn du nochmal vergleichen willst, hier ist nochmal Lampe. Hier machen wir nochmal eine Lampe hier. So, dann kannst du es nochmal vergleichen. Die Inhaltsstoffe. Denn es ist ja Latte, von welchem Hersteller das ist. Ja, das ist für dich. Anni A. Habe ich dir extra besorgt. Damit du immer geschmeidige Lippen hast, also die Lippen, Lippen, die hier, deine Hauptlippen hast und immer schön küssen kannst. Ja, aber nicht mich. Die Zeiten sind vorbei. So, schönen Gruß, Prost aus Vegas. Dein Kram ist besorgt. Mach dir keine Sorgen. Und dann habe ich noch eine E-Mail. Genau, das kann ich noch nachschieben, falls der Magger das sieht. Dem sollte ich Chips besorgen. Irgendwelche Spezialchips.
Mensch, wie hieß der noch? Klaus Günther, keine Ahnung. Den soll die Chips besorgen. Da habe ich geguckt, bei Walmart, da bin ich sogar fündig geworden. Gucken, da genau. Dem sollte ich diese Dinger hier besorgen, die Takis. Fuego. Diese roten Terror-Dinger da. Also wenn der User das sehen sollte, habe ich gefunden bei Walmart, hier Schalzenboulevard, hier gleich hoch, um die Ecke, habe ich gefunden bei Walmart, aber das war eine riesen Tüte. Also ich weiß nicht, 300, also eine große Tüte halt. Ne? Also wenn ich die mitnehme, dann habe ich keinen Platz mehr, dann muss ich die Sachen wegschmeißen. Also habe ich das geknickt. Ne? Ich dachte irgendwie, vielleicht ist das ja irgendwie sowas hier. Da will ich noch sagen, okay, geht. Ja, das ist noch handlich. Aber diese Riesentüte, nee, die habe ich nicht gekauft. Ne? Die kommt ja nie heile in Deutschland an. Wenn ich die da einquetsche, meinen Koffer, die besteht ja auch nur fast aus Luft. Ne? Na gut, okay, 300 Gramm sind da schon drin. Aber diese Riesentüte packe ich bei mir nicht in den Koffer rein, da ist mein halber Koffer voll. Also da musst du Verständnis für meine Koffersituation haben, weil ich habe sowieso wieder jede Menge Zeug mit und das passt hier alles gar nicht rein. Also meine ganzen Wintersachen müssen da noch rein, liegen alle im Auto. Also so groß ist der dann auch nicht, ne? Dass ich so viel Platz hätte. Ne? Dann ist der, also der ist schon voll, wenn ich meinen ganzen Krempel da reinpacke. Bitte hab Verständnis, dass ich deine, wie hießen die Dinger? Oh, sowieso heißen Hot and Spicy Dinger da nicht geholt habe, deine Takis oder wie die heißen. Moment. Takis, genau. Hier, die Takis. Dass ich die nicht besorgt hatte. Ich hatte sie in der Hand. Ich hatte sie sogar auch schon im Einkaufswagen. Dann dachte ich mir, die soll nach Deutschland und dann muss ich die noch verschicken. Das ist ja noch nicht das Problem, die Sachen zu verschicken. Du willst den ganzen Quatsch ja bezahlen. Aber ich muss das nach Deutschland kriegen. Na, und da renne ich ja noch nicht mit einer Plastiktüte in Flieger rein und oder pack die hier in den Koffer, weil ich gar keinen Platz im Koffer habe. Geht nicht. Also wird das so eine Hart, sowas hier, wie gesagt, so ein bisschen was Stabiles, da hätte ich aber kein Problem. Das quetsche ich dann da irgendwie rein. Das kommt dann auch heil an, aber wenn ich die Tüte bei mir in den Koffer reinpacke, die ist zerstört, der Inhalt. Ne? Das kannst du vergessen. Aber war schwierig zu finden. Ich habe bei Walmart wegen diesen scheiß Chips, oder was das da ist, diesen scharfen Rollchips oder so, hot and spicy mäßig, wo einem da wahrscheinlich die ganze Fresse tagelang danach brennt. Also da habe ich richtig lange gesucht, ne? Da habe ich Verkäuferin gefragt, die hat auch gesucht, nicht gefunden. Die wusste, die haben sie. Und eine Tüte habe ich dann noch gefunden von, ne? Eine Tüte war noch da, ja. Und dann denke ich, nee, diese Riesentüte nimmst du nicht mit. Das mache ich nicht, ne? Nicht um dir zu schaden, sondern weil das einfach nicht reinkommt. So, es ist 7.55 Uhr, ja, 8 Uhr schon wieder. Ja, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Das schiebe ich jetzt nochmal nach. Zu meinem letzten Video sozusagen. Ich habe ja nun die Tour für morgen gebucht, um 8, um 10 Uhr die Backbone-Tour in Downtown. Die dauert eine Stunde, um 10 geht die los. Und danach war ich dann nochmal in Downtown unterwegs, bei Tageslicht. Dann habe ich mir nochmal das El Cortez angeguckt und diese ganzen alten, ehrwürdigen Casinos. Also richtig ranzig, ne? Also auch die, ich finde die alle scheiße da. Also die ganzen Casinos sind kacke, ne? Weiß ich nicht. Also ja klar, hat Downtown-Feeling, aber das ist, also Downtown-Feeling ist abgeranzt und alt und vergammelt. Da war ich in einem so einem Laden drin, da musste ich mal pinkeln. Da war ich in einem so einem Laden drin, da waren die Wasserhähne abgerissen. Da wollte ich mir aus dem Papier später, nachdem ich mir die Hände gewaschen habe. Von 5 Waschbecken 1 funktioniert ja noch. Wollte ich an so einen Papierspender ran, da kommt der ganze Papierspender von der Wand, habe ich da voll rumrandaliert. Zugesehen, dass ich da abhaue. Und sind da auch noch eine Scheiße, ne? Das California Hotel gegenüber vom Main Street Station, die sind ja miteinander verheiratet, ne? Gehört, glaube ich, dem gleichen Besitzer. Das ist ganz interessant, aber auch voll mit Hawaiianern, ne? Rappelvoll mit seinen Hawaiianern, die er mein Kosmos hier einfliegen lässt, wenn sie hier schön zocken, ne? Also, das ruhigste Casino, ich meine, war mittelgroß und mit das ruhigste Casino hier in Las Vegas. Also eine Ruhe da, das ist unglaublich. Die Automaten waren alle ganz leise gestellt und ja, und die meisten waren da eigentlich mehr so an den Tischen am Spielen. Die Tische alle rappelvoll mit den Hawaiianern. Ja, ein paar haben sich da verirrt, so ein paar Amis waren da wohl auch. Aber auch alles eher einfach gestrickt da, ne, in Kalifornien. Aber das ist gar nicht schlecht, also fand ich okay, ne. Passt, war sauber, war in Ordnung, aber leise halt. Ne? Das war eben das Besondere daran, sehr, sehr leise. Also so ein leises Casino habe ich noch nie gehört. Ne? So, ihr kennt das ja manchmal, ne? Also ihr kennt das, ja, oder wer noch nicht in Vegas war. Aber wer in Vegas war, weiß er, hier ist immer Halligalli, ne? Und es ist immer laut. Ne? Und dann gibt es ja einige Casinos, die die Lautstärke so ein bisschen drosseln. Und das California, das war lautstärketechnisch der Hammer. Ne?
So, das, aber das gehört gar nicht zum Thema. So, Anja, ich habe dir dein Cold Sore Treatment da geholt, da dein Kram für die Lippen. Und mein Kollege, wie heißt der mich da per Google da angeschrieben hat, mit seinen Chips, mache ich nicht, das hau nicht hin, das geht nicht. Die Tüte kommt nicht heil an, das ist Quatsch, ne? Also dann rausgeschmissenes Geld, ne? Was nützt es, wenn die Chips total im Arsch sind und die Tüte ist kaputt? Bringt nichts, ne? Und dann schmecken die nachher auch nicht mehr. Nee, das riskiere ich nicht. Kein Bock drauf. Das ist so eine eingeschweißte Tüte, kennt ihr ja, so wie Chips halt so sind, ne? Und sobald ein kleines Pikerloch reinkommt, dann zieht das Ding Luft. Und wenn das Ding erstmal Luft zieht und die Chips deiner frischen Luft sozusagen ausgesetzt sind, dann kannst du nachher nach 3 Tagen in die Tonne hauen, aber nicht mehr schmecken, ne? Nicht mehr frisch. Jo. Ist das Schutzgas raus oder was weiß ich? Ja, Update beendet. So, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, noch nicht. Also vorher trinke ich noch ein paar Dosen. Na, das ist nur Rootbier, das ist kein Alkohol, ne? Ich liebe Rootbier mittlerweile. Also Rootbier finde ich fast noch besser wie Sgt. Pepper, ne? Ich weiß auch nicht, wie das kommt, ne? Finde ich voll geil. Und das ist das normale Bier. Aber ich verhafte hier ja gerade. Moment. Verhafte hier gerade, wo sind die Dosen da genau? Mein Ruby's Inn, da habe ich mir 6 Dosen, ey Hammer, 6 Dosen Budweiser geholt. Im Ruby's Inn, im Bryce Canyon da, die Touristenfalle. Dachte ich mir, naja, okay, wird wohl 10er kosten. Ne? Und was war? Ein 10er, ne? Also ich, $9 sowieso habe ich bezahlt, ne? Ey, richtig teuer, ne? Für ein Sixpack, ne? Für ein Sixpack Dosenbier, ne? Eieieiei, da kann ich einen halben Walmart von kaufen hier in Las Vegas. Habe ich für das Bier, was habe ich denn für das Bier bezahlt? Das waren 18 Dosen, muss ich noch pressen, ne? Hier habe ich 12 Dosen von gekauft und davon 18, glaube ich. Ja, das schaffe ich aber. Das presse ich mir alles rein, ne? Da kenne ich ja nichts. Ich habe ja noch ein paar Tage, ne? Heute ist Mittwoch, ich habe ja noch 6 ganze Tage. Und da kann ich dann Akkordbier pressen. Also heute verhafte ich schon mal 3 Hülsen. Ach. Ja, und was sage ich nur noch? Peace, meine lieben Freunde. Morgen Bonia Tour, Neon Museum, wo ich mich angemeldet habe für die coole Tour. Bin ich schon mal gespannt, dauert eine Stunde. Morgen Abend habe ich ja noch Pin-Up, die Show. Habe ich im letzten Video gar nicht gesagt, Pin-Up, die Show. 2 Tickets, ich kriege ja 2 zum Preis von einem. So, 2, dann sage ich, ich bin hin, dann sage ich, ich brauche Show-Ticket, Singular, Show-Ticket für Pin-Up mit dieser Sinclair-Tante da, mit dem Playmate 2011. So, heiße Puppe. Fast so heiß wie meine Brasilianerin unten. Oh. Egal. So, und dann hatte ich gesagt, ich brauche Showtickets. Also Showticket. Ich brauche ein Showticket. Ja, dann sagt sie, mit Steuern und dem ganzen Quatsch hier irgendwie $54 oder $55. Sag ich ja, sag ich wie? Und dann sagt sie, ja, 2 Showtickets. Dann sag ich, nein, ich will ja nicht 2 Showtickets. Ich bin ja alleine. Was soll ich mit 2 Showtickets? Ne? Jetzt muss ich eins wegwerfen. Bringt nichts. Ja, normalerweise machen sie das ja nicht, Einzeltickets. Weil die sind irgendwie subventioniert. Die kosten dann, also da kriegt man 2 Tickets zum Preis von einem. So, weil man hier Hotelgast ist. Ne? Da geben sie mal ihre Karte. Ne? Und dann ist beim System gecheckt. Dann sagt sie, naja, Herr Pilitschke, ich gebe mir das Ticket für $27. Ne? Das ist in Ordnung. Voll geil. Ja, habe ich jetzt hier das. Mein Showticket habe ich hier irgendwo. Warte mal. Das habe ich hier irgendwo eingelagert. Hier ist es. Pin up. Yeah, baby. Morgen. Morgen um 10, glaube ich. Muss ich meine Brille mal aufsetzen. Warte mal. Hier ist es. Moment, Roxy Steiner, was sehe ich da denn? Burger Combo, das ist auch mal hier so. Sind noch so Schnäppchen dabei. Pin-up. Ach, da unten ist es, hier. 10:30 Uhr. Achso, um 10 Uhr öffnet das Theater, genau. 10 Uhr macht das Theater of the Stars auf. Genau, um 10.30 Uhr ist das. Ja, bin ich mal gespannt, ob da. Aber ich glaube, Titten werden die ja gar nicht zeigen, ne? Glaube ich nicht. Also, Tittchen wird es da nicht. Also, blanke Busen wird es da nicht zu sehen geben. Na, vielleicht doch. Man weiß es nicht. Könnte sein, ne? Egal. Hauptsache heiße Schneckchen, ne? Hauptsache wie meine Brasilianerin unten. Da müsste ich normalerweise nachher auch nochmal runter, ne? Abchecken, ob die dann rumrennen, ne? Bestimmt. Oder die sind auf dem Strip unterwegs, kann auch sein. Egal, den Zeit. So, meine lieben Freunde, Prost. Kurz Update aus Vegas.
fühle mich hier pudelwohl. Alles super. Alles spitze, ne? Die sind alle krank, ne? Habe ich richtig Spaß. So, Anja und der andere Fregel, wie hieß der noch? Kurt, glaube ich, hieß er. Kurt, meine ich. Mit seinen Chips. Entschuldigung. Und Anja hier, dein Kram hier, ne? Und nicht die Dampfmaschine. Den Kram hier erledigt. Ach so, übrigens. Ich war ja in Vegas im Downtown und da in den Gift-Shops sozusagen, das ist ja gesäumt ja auch von diesen ganzen Geschenkeläden und sowas mit Krimskrams. Die bieten ja auch Zigaretten an und Dampfartikel. Ich habe nicht schlecht gestaunt, die ganzen Vitrinen voll mit Dampfkram. Und auch da viele Leute am Dampfen. Also hat mich echt gewundert, ne? Also es wird hier doch echt deutlich mehr, ne? Es ist hier immer öfter Dampf. Auch vor Walmart saß auch einer, ne? Der hat mir dann so aufmunternd zu, hat mich auch dampfen sehen und dann, ne, weißt du, ne? Kollege. Nächstes Jahr Dampfer grillen hier in Las Vegas. Ne? Ihr wisst ja. Insider, Dampfer grillen hier im Neomuseum. Mit brennenden Tonnen. Ne? Insider. Ich weiß nicht, ob ich das Video veröffentliche, weil das ist echt gehässig, ne? Mit dem Dampfer grillen hier in Las Vegas. War ich schwer am Überlegen. Ne? Ich denke, sollst du das machen? Nee, mach die mal nicht hin. Unbeliebter als du ohnehin schon bist, ne? Die sind alle krank, ne? Vielleicht stelle ich es doch online, ne? Aber ein paar Sachen muss ich, glaube ich, ein bisschen verharmlosen, ne? Muss ich rausschneiden irgendwie oder wegpiepen oder keine Ahnung, ne? Also die Leute sind alle krank, ne? Egal. Ja, Dampfergrillen, bekloppt. So, meine lieben Freunde. Hatte ich auch noch, war ich ja gerade stehen geblieben, da habe ich auch noch ein Action-Video, ein Außenteam-Einsatz-Video gemacht. Wo man das da in Downtown findet. Also da hatte ich einen Laden gefunden, der hatte die größte Auswahl. Also ziemlich viel Dampfgedöns und mit Liquids und den ganzen Quatsch, ne, mit Preisen. Aber die Preise waren auch wieder mondmäßig. Aber wenn man mal hier ist oder so und braucht man, muss sich schnell eindecken und man ist mit der Kifferbude nicht zufrieden und mit den anderen Buden ist zu weit weg. Downtown ist nun wirklich einfach zu finden, Fremont Street. Klar, weil man, da rennt man sowieso rum und da findet man auch Dampfartikel. Ne? Das ist natürlich besonders praktisch. Braucht man nicht lange fahren und nicht lange suchen. Kann man sogar mit dem Bus hinfahren, ne? Hier, Straße 4, mit dem Bus ein paar Stationen und dann hier mit dem Deuce, ne? Ein paar Stationen und bumm, ist man in Downtown. Und wenn man da sowieso sich die Fremont Street anguckt, da ist das Dampfergrillen da mit den 1 Milliarde Neonlichtern hier mit diesem animierten Dach, dann kann man ja auch mal in so ein EBC-Store, hätte ich was gesagt, hier, wie heißt die, Viva Las Vegas oder Viva Vegas oder so, diese Geschenkeshops rein. Hab im Video gezeigt, wie das heißt und wo es ist. Und sich dann mal 2 Liquid-Pullen holen oder sowas, wenn man Bedarf hat oder wenn man sich die Dampfmaschine zerbrochen hat. Ne? Ja, der Chef-Commander wollte mir dann natürlich gleich wieder für meine Dampfe ein, hier so ein Umhängetäschchen, also ein Umhängebenzel, was ich hier so reinklipp, mir umhängen kann. Das gibt es auch bei Fastec, wollte mir für, weiß ich, $10 oder sowas oder $15. Sagt er, ist super praktisch. $15 muss das wohl super praktisch sein. Weil das kostet nämlich nur $1 im Einkauf. War der Chef nachher weg, dann habe ich zu dem Fregel gesagt, hier, wie ist er noch, Christoph oder so? Ich glaube, Christoph hieß er. War der Chef nachher weg, dann habe ich gesagt, ey, das kostet $1 in China, ne? Sagt er, das doch auch her, ne? Und den ganzen Kram, der da lag in der Auslage, alles China-Kram, ne? Alles China-Kram, ne? Also alles, hat er bestimmt von Fastec, ne? Sag ich, hast du bei Fastec bestellt? Oder Vogel-Isig. Aber Fastec und so, das sagt denen was, ne? Das sagt denen was. Volltreffer gelandet, ne? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, liebe Freunde, jetzt höre ich auf zu schnattern. Genau, schnattern. Heute habe ich hier Videos gemacht. So, tschüss. Peace.